Wir packen, Leute, es wird ernst, es wird ernst. Wir sind the Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Wir sind the Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Wir sind the Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Wir sind the Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Yo Leute, was geht ab? Ich hoffe, euch geht es gut. Uns geht es natürlich Bombe. Und zwar Leute, ihr habt es schon mitverfolgt. Wir fliegen nach Ghana mit der ganzen Familie, Leute. Ihr wisst Bescheid, es wird natürlich fresh. Ihr wisst Bescheid, was anderes erwarte ich gar nicht. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, sei bereit, uns zu abonnieren. Wir sind eine Fresh Family, ihr wisst Bescheid. Und ja, ich habe nicht viel zu reden. Okay, 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 was geht? Alles klar? Base, boy, du weißt, wo es hingeht, ne? Wo geht's denn? Wo fliegen wir hin? Wo fliegen wir hin? Zu Ghana! Wie? Zu Ghana. Nein, nicht zu Ghana, Bro. Zu Ula. Nach, Bruder, nach, nach. Zu nein, Afrika. Nein, nicht Afrika. Afrika ist ein Kontinent, damit du auch weißt. Ula! Nach Ghana, Bro. Nach Ghana! Ja, phew. Nach Ghana! So, Leute, es sieht ein bisschen chaotisch hier aus. Unsere Koffer sind endlich angekommen. Mama, freust du dich nicht? Freust du dich nicht? Freust du dich nicht? Freust du dich nicht? Einfach, okay, alles gut? Okay, warte. Wieso scheißt du so, ja? Alles gut mit dir? So, Mama, was machst du da? Was machst du? Man hat gerade den Koffer auf, Leute. Wir haben schon zwei Koffer gepackt. Leute, ich bin richtig im Stress. Aber es muss erledigt werden. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich will gar nicht lange reden, denn Leute machen Auge. Ihr werdet einfach sehen, was losgeht. Aber ich bin jetzt dabei, meinen Koffer zu packen. Das ist das erste Mal, dass ich für die Kinder irgendwas packen muss. Und ich habe Angst, etwas zu vergessen. Deshalb, pass Leute. Auf, die Fuchs. Achso, ups. Deshalb, Leute, schreibt mal gerne bitte in die Kommentare, was am wichtigsten, wenn man mit einem Kind fliegt. Mit einem Kind oder mit zwei Kindern? Ja, generell. Mit Kindern, wenn man generell mit Kindern fliegt. Man hat immer so im Kopf, dass man irgendwas vergisst, ne? Ja, eben. Ich habe Schuhe, ich habe kurze Sachen, ich habe Badesachen und so. Hier, wie heißt das? Schwimmwindeln und so. Aber was brauche ich noch? Weil, ja, keine Ahnung, ist ehrlich schwer. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, Leute. Kay, und du? Wo ist dein Koffer? Wo ist dein Koffer, Kay? Da! Ja, zeig mal, mach mal auf. Mama hat das schon gepackt für dich, ne? Ja. Zu, musst du aufmachen, der musst weiß du aufmachen. Schon. Okay, du musst das lernen, ne? Weil wenn wir angekommen sind, musst du alles alleine machen. Ja. Wie, alles alleine? Du musst alles alleine machen, da ist nicht Papa und Mama, da musst du selbstständig sein. Wo ist der Reißverschluss? Komm, du findest den. Ja, mach okay, den auf. Okay, komm, mach auf. Ja, warum? Ja, oder mach einfach von hier, okay. Guck. Hä? Ist doch gar nicht zu, was hat Mama da geredet? Hier, ist doch auf. Meine Schuhe. Komm, Kay, mach schnell auf, komm. Aber nicht alles durcheinander bringen. Ja, nicht alles durcheinander, Mama hat das richtig schön gemacht. Und mach auf die Klappe. Und da fehlen noch einige Sachen, ne? Ja, da fehlt auf jeden Fall noch was. Leute, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, was fehlt noch, was fehlt noch. Ja, das sind deine Sachen. Wir packen, Leute, es wird ernst. Und ich muss wirklich auch sagen, Leute, ich bin auch richtig gestresst. Das ist das erste Mal, dass ich mit meiner Family fliege. Das heißt, wir werden... Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir fliegen werden. Jedenfalls müssen wir Pampers holen für Kaden, damit Kaden Pampers hat, auch wenn er trocken ist zurzeit. Egal, trotzdem müssen wir Pampers für Kaden holen, weil ich habe irgendwie auch wirklich gar keine Lust mit Kaden jedes Mal. Ihr wisst ja, wie die Toilette im Flugzeug sind, ne? Die sind richtig eng und so. Und dann alle stehen da, ich finde, das ist so unhygienisch und Kaden kann sich da nicht draufsetzen. Und irgendwie, wie ihr wisst, was ich meine, das geht nicht. Deswegen, ich muss unbedingt, Kaden muss Pampers tragen. Egal, ob er Kacke macht oder nicht, ich bin bereit dafür, seinen Popo abzuwischen im Flugzeug. Ist mir egal, aber er soll sich nicht auf die Ding da draufsetzen, wo alle so, ne, keine Rücksicht nehmen. Gar keine Zeit für sowas, Leute. Ja, guck mal, was er wieder macht. Ein Anstaller, ne? Kann man So, Mama, was sagst du? Denkst du, wir sind langweilig? Weil ich hab irgendwie das Gefühl... Ja, kannst du mir helfen? Na, warte, ich helfe dir. Bei mir ist gar nicht Spaß, du weißt Bescheid. Oh. Zieh! Ja, du musst ziehen. Oh. Zieh! Nein, du ziehst voll falsch. Was zieh ich falsch? Du musst falsch? Nach unten ziehen. Okay, ja, bring mal hoch. Nein, ich mache! Ja, okay, komm. Pass auf. Hä? Oh mein Gott. Aber wieso kriegst du das nicht raus? Das ist deine Frage. Ja, weil der ist voll schwer. Aber warte, schau mal. Du kannst ja ziehen, weil ich komme nicht voran. Danke. Koffer Nummer Uno, dos, tres. Wir haben 1, 2, 3, das ist der vierte Koffer. Achso, Leute, hier, Kane hat sich auch wieder impfen lassen, Leute. Ich weiß, er hat so viele Impfungen bekommen und er ist gerade so aufgedreht. Glaubt ihr, es liegt daran, dass er die ganze Zeit geimpft worden ist, weil der Junge hört auf einmal gar nicht mehr. Aufgedreht.
geht, ja. Aber jetzt kommen wieder Kommentare wie ja, Erziehung und bla 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 bla. Oh Mann, geh bitte nicht darauf ein, weil das machen die extra. Gut, als, würde jetzt bei allen, immer alles tippitoppi laufen. Ja, wir sind Personen des öffentlichen Lebens und das ist so und es wird immer eine Hate-Nachricht geben. Ja, es wird immer Hate-Nachrichten geben, deswegen alles cool. Mach dir da keinen Kopf, du bist die beste Mutter und alles schön und gut. Ne, Kate? Okay. Okay. Danke für deine Antwort. So, Leute, let's go. Was mit Danke von, willst du dich packen? Ja, doch, ich pack mich. Aber meins ist unwichtig, weil ich hab, du weißt, bei mir, ich hab sehr wenige Sachen. Also meine Sachen sind so gering. Also es wird nicht mal Spaß machen. Ehrlich, morgen noch mal los. Ja, es wird nicht mal Spaß machen, irgendwie mir zuzuschauen, wie ich hier meine Koffer packe, Leute. Ich hab wirklich nicht viel. Ich hab auch nichts Neues bestellt. Hauptsache Kane geht's gut und Hauptsache Kinaya geht's gut. Die haben Spaß und die haben viel Sachen und so, alles gut. Bei mir ist egal. Ich brauch nur... Kurz über diese süßen Schuhe reden. Ich freu mich so, wenn sie die anhat, ne? Du hast nur Schuhe. Hey, dein Ernst? Das sind auch deine Schuhe. Die Mama hat doch für dich auch extra Schuhe geholt. Guck da. Aber du kannst doch keine Glitzerschuhe anziehen. Nee, das geht nicht. Er möchte einfach Glitzerschuhe anziehen. So, was geht, Mama? Wie weit bist du? Daisy X Fresh. Ade, Ade. So, Mama. Ich bin ehrlich überfordert, ich weiß nicht, was ich anpacken soll. Und ich habe auch viel zu wenig Sachen, wenn wir bedenken, wir bleiben ein paar Wochen da. Wow, auf den hier Kleiderschrank mitnehmen, entspann dich doch, bitte. Ey, ich habe ehrlich Angst, dass ich was vergesse, ne? Hatte vor, wir holen das da einfach. Dann. Ist so. Ja, keine Ahnung, ich höre jetzt auch. Du bist auch so Rassist, denn du denkst, du musst gerade lachen nach dem Motto. Wie bekommen wir die Sachen da? Nein, aber man denkt sich so, wozu, weißt du, wozu jetzt noch irgendwo anders was kaufen, wenn du von hier was mitnehmen kannst auf den. Ja, das stimmt. Irgendwie stresst mich, glaube ich, wieder voll unnötig, weil ich denke mir so, haben die Kinder zu wenig Sachen? Fehlt da irgendwas? Ja, auf jeden Fall, Leute. Ich mach hier heute einen Cut, weil ich kann nicht mehr und ich muss noch Papierkram erledigen. Und ein Video schneiden und deshalb, wir haben ja morgen auf jeden Fall noch den Tag, da werde ich das dann machen. Kannst du mein Pflaster lassen? Danke. Also ihr habt euch beide ja geimpft, ne? Die Partner, ne? Okay, wir haben verschiedene Pflaster, ne? Auf jeden Fall, ja Leute, ich hoffe so sehr auf eure Kommentare. Schreibt mir gerne bitte auch auf Instagram, was ich auf jeden Fall nicht vergessen darf. Ich wäre euch sehr, sehr dankbar dafür. Und ansonsten, ja... Ben hinter der Kamera, ich weiß nicht, wann er packen möchte, aber er sagt ja, er hat eh nicht viel, deshalb alles gut. Lassen wir ihm seine Zeit, ne? Ich stand vor Afrika. Waka waka, la la la. Ich stand vor Afrika. Let's go, man. Ja, okay, übertreib mal nicht, Magi.